Hallo zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung. Ja, heute haben wir einen Fendt 800 Favorit am Start hier. Der Mod hat 21 MB. Version ist es die, müsste die 1.0 sein, soweit ich das jetzt weiß. Genau. Ja, es ist die 1.1 Version, muss man dazu sagen. Nicht die 1.0, die 1.1. Ja. Fendt, wie man kennt, ne? 800er Fendt, die eckige Version hier, finde ich jetzt. Also gibt ja, glaube ich, auch ein bisschen was Rundes. Felgenfarbe kann man konfigurieren, wie man möchte, in ein paar verschiedenen Farben. Hauptfarbe kann man auch ändern, wie man möchte, in Blau oder in, ja, allen möglichen Farben halt. Nicht so viele. Designfarben kann man auch noch ändern. In Silberner Auspuff oder ein schwarzer, dann lassen wir wieder auf schwarz. Reifensteller Trelleborg geht hier, Nokian geht hier und das war's auch wieder. Trelleborg mit normale Radgewichte, Breitreifen mit Gewichte, Flächebereifung, Doppel hinten, Doppel vorne. Ja, das war's auch schon wieder. Nokian gibt es bloß die Straßenbereifung hier, die übliche. Genau. Wir machen den jetzt hier mal mit Trelleborg und machen mit Ra Breitreifen und Gewichten. So, dann haben wir Kotflügel hinten. Gucken wir mal. Ja, nein. Wir lassen es mal dran und machen wir uns weg. Okay, Moment. Ah, okay, breit. Forscht. Kotflügel hinten. Nein, breit. Lassen wir mal so dran. Genau. Hier vorne gar keine oder ja, wir lassen welche dran. Finde ich es eigentlich immer prinzipiell immer schon schön besser. Frontmäßig kann man Gewichte hinmachen, Fronthydraulik kann man hinmachen. Lassen Fronthydraulik, Motorausführung geht 816, sprich 165 PS, 180 PS, dann haben wir 220 PS, 240 PS und dann wieder 165 PS anfangen. Frontlader, nein, ja, wie man möchte, wir lassen ihn weg. Zack, 50 km/h schnell. Er hat bei mir keine Fehler angezeigt. Kann ich jetzt mal vorab schon mal sagen. Ein Link wieder in der Beschreibung unten, wenn ihr euch ihn runterladen wollt. Wir gucken uns das jetzt kurz an hier. So, das ist er. Machen wir kurz ein bisschen Licht an, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. Favorit. Ein bisschen verschmiert hier vorne vielleicht. Ein bisschen. Könnte man meinen. So. Der Frontlader hier. Mal ein bisschen reingucken an den Motorblock. Jetzt sieht man aber allerdings nicht so viel. Hier viele Anschlüsse hinten dran, ziemlich sieht so aus. Genau. Innen drin sieht das so aus. So. Kann man jetzt irgendwas tun hier drin? Motor starten, jo, aber dann hört es auch ganz schnell auf. Die Hupe. Jo. Fahrtrichtung wechseln. Aha. Strang und B. Ah. Ah. Okay, man kann hier die Sitze ändern, man kann die Fahrtrichtung wechseln. Kenne ich jetzt so einen Empfänger auch noch nicht, aber gut, also ich zumindest. Zack. Mit umdrehen. Halt ohne Sound. Wenn es jetzt mal mit Sound wäre, toll. So, Motor. Der altbekannte Fan-Sound, würde ich sagen. Sieht aus, als würde es funktionieren. Gott, tot. Oh, upsa. So, das scheint zu funktionieren. Die Kabel sind alle auch dran. Genau. Kabel passt, da geht er leicht noch hin in die Knie hinten. Mal an. Funktioniert. Läuft. Gut. Nur mal, ob der hier hinpasst. So, das passt hin, das Kabel da eingesteckt oben, man sieht es oben,
das Stromkabel vom Anhänger. Und falls der Anhänger funktioniert, wird da unten eingehakt. Gut aus, würde ich sagen. Genau, passt. Gut. Ja, der typische Zahn, da brauche ich nicht lang ummachen, das ist einfach okay. Wäre jetzt cool, wenn es noch ein anderer Sound hätte, aber das ist wahrscheinlich auch Richtung Original gehen. So. Kabel steckt drin. Und unten macht er auch das, was sein soll. Passt, okay. Gucken wir mal, 51 km/h fährt. Oh, ein bisschen unstabil schon. Der Berg runter, okay, ja. Also er fährt. Hat eine recht gute schnelle Bremse, reagiert sehr, sehr schnell. Er braucht eine Menge, um auf die Kilo und auf die kmh-Zahl zu kommen. Machen wir mal über die Schienen drüber. Nochmal. Der hat das jetzt gut hingebracht. Gucken wir mal, wie er es hier hinkriegt. Ja, passt auch soweit. Gut, gucken wir in die Nacht rein. Mal ausmachen. Lichter. Einmal klicken, zweimal klicken. Leuchtet hinten. Dreimal leuchtet dann oben. Und beim vierten Mal geht wieder alles aus. Bremslichter hat er. Okay. Innen drin geht das an. Und sonst ist hier da oben schon ein bisschen was beleuchtet. Ja, das war es aber auch schon wieder. So. Machen wir mal aus. Blinker. Die eine Seite. Ja, funktioniert. Dann die andere Seite funktioniert hier auch. Und dann beide tun auch okay. Hier und da passt auch. Gut. Rundumleuchte hier oben, die Tour funktioniert auch. Okay. Gut. Ja. So, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen. Wenn ihr runterladen wollt, Link wieder in der Beschreibung drin. Keine Mod-Fehler. Fanfavorit 1.1 als Version. Genau. Viel Spaß damit und tschüss.